Was passiert, wenn man die zwei krassesten US-Rezepte zu einem unglaublichen Gericht vereint? Knuspriges Buttermilk Fried Chicken gepaart mit Mac and Cheese. Ich zeige dir in diesem Video, wie du ein ganzes Hähnchen zu Fried Chicken zubereitest und davor sogar noch die Knochen entfernst. Okay, bevor es gleich Sprüche in den Kommentaren hagelt, das wird jetzt nicht so ein Fake-Rezept auf TikTok oder Instagram. Ich zeige dir, wie man in der professionellen Küche ein ganzes Hähnchen von den Knochen löst und es danach wieder aussieht wie ein ganzes Hähnchen. Das ist eine der Techniken, die heutzutage fast nicht mehr gelehrt wird und genau aus diesem Grund möchte ich sie dir heute zeigen. Woraus besteht unser Gericht denn jetzt? Die Füllung besteht aus cremigem Mac and Cheese mit Gruyère-Käse, Cheddar und Hörnchen. Unser Fried Chicken wird zuerst von den Knochen gelöst, anschließend gefüllt und wieder zugenäht. Danach dämpfen wir es auf 72 Grad, um es saftig und zart zu bekommen. Nach dem Auskühlen wird es knusprig in Buttermilch und Panko paniert und zum Abschluss frittiert. Der wohl einfachste Teil ist, das Mac and Cheese zu kochen. Als Basis für Mac and Cheese brauchst du eine kräftige Käsesoße. Wie du diese kochst, haben wir für dich in einem anderen Video erklärt. Den Link findest du in der Beschreibung. Die Mac and Cheese Soße besteht aus einer Bechamelsoße, Rauchpaprika, geriebenem Cheddar und geriebenem Gruyère-Käse. Klassisch verwendet man für Mac and Cheese sogenannte Hörnchennudeln. Koche das Salzwasser auf und koche deine Hörnchen in sprudelndem Wasser für etwa 10 Minuten. Mische sie mit der kalten Käsesoße und gib noch etwas geriebenen Käse dazu. Bei dem knochenfreien Hähnchen entfernen wir alle Knochen außer den Flügeln und den Keulen. Die Technik, Knochen aus einem Geflügel zu entfernen, heißt Auslösen. Damit das Auslösen funktioniert, muss dein Hühnchen sehr kalt sein, am besten sogar etwas angefroren. Ist es zu warm, reißt die Haut und auch das Fleisch löst sich deutlich schwerer vom Knochen. Bevor du mit dem Auslösen startest, entferne als erstes das Hinterteil des Hähnchens. Es schmeckt weder gut, noch gehört es bei einem knochenfreien Hähnchen dazu. Dreh das Hähnchen vor dem Entbeinen auf den Bauch und drücke mit der Hand kräftig drauf, um die Gelenke zu lösen. Beginne das Auslösen am Rücken. Schneide die Wirbelsäule entlang und schabe langsam zwischen Knochen und Fleisch entlang. Immer wenn dir ein Knochen begegnet, musst du einfach um ihn herum schneiden. Wenn du an die Gelenke kommst, kannst du durch leichtes Drehen etwas Platz schaffen und es mit dem Messer durchtrennen. Wenn du mit einer Seite fertig bist, kannst du entweder auf der anderen Seite von vorne anfangen oder um das Hähnchen außen herum schneiden. Ehrlich gesagt gibt es hier kein richtig oder falsch. Mach es einfach so, wie es am angenehmsten für dich ist. Und vor allem Übung macht den Meister. Das erste Hähnchen bei mir war eine Vollkatastrophe. Erst nach dem dritten oder vierten Hähnchen hatte ich die Handgriffe so drauf, dass sich das Fleisch gut gelöst hat und die Haut nicht gerissen ist. Wenn du die Knochen entfernt hast, muss der Platz wieder durch etwas gefüllt werden. Dafür dient unsere Mac and Cheese Füllung. Gebe das Mac and Cheese kalt in die Mitte des Hähnchens. Schlage die beiden Seiten um die Füllung herum. Ziehe die beiden Seiten straff zusammen und halte sie mit einer Hand. Nähe den Rücken jetzt mit einer Nadel und Bratenschnur zusammen. Den Link zu einer passenden Nadel und der Bratenschnur findest du in der Beschreibung. An den Beinen angekommen, bindest du jetzt die Keulen zusammen, was nicht nur besser aussieht, aber auch deinem Hähnchen mehr Halt gibt. Egal ob mit oder ohne Knochen, solltest du neben den Keulen auch immer die Flügel und den Rest des Körpers fest zusammenbinden, denn beim Garen ziehen sich die Sehnen etwas zusammen und dein Hühnchen faltet sich quasi wieder auf. Vakuumiere das zugenähte Hähnchen mit Gewürzen und Salz. Ich habe dafür das Guerilla Chefs Barbecue Rub verwendet. Das Rezept zu dem Rub findest du unten in der Beschreibung und in unserer Guerilla Chefs Community App. Gare das Hähnchen 4 Stunden bei 72 Grad. So ist es saftig, durchgegart und enthält später beim Frittieren seine Form. Du kannst dein Hähnchen entweder Sous-Vide garen oder, wenn du keinen Sous-Vide-Garer besitzt, einfach bei 72 Grad im Ofen ohne Umluft garen. Nach dem Garen wird das Hähnchen wieder abgekühlt, denn zum Panieren muss es kalt sein. Entferne nach dem Kühlen alle Fäden, was jetzt relativ leicht geht. Schneide es einfach durch und ziehe es aus dem Fleisch. Meistens geht es auf einmal durch kräftigen Ziehen vollständig raus. Verwende für die knusprige Panade Mehl, Buttermilch und Panko. Die Buttermilch würze ich immer mit etwas Rauchpaprika und Kräutersalz, um noch mehr Geschmack in die Kruste zu bekommen. Wende dein Hähnchen sorgfältig im Mehl, sodass jede Stelle bedeckt ist. Gib es anschließend in die Buttermilch und wende es zum Schluss im Panko-Mehl. Nimm etwas Panko und bedecke die fehlenden Stellen mit der Hand, damit dein Hähnchen beim Frittieren dicht bleibt. Jetzt sollte dein Hähnchen rundherum mit Panko bedeckt sein. Lasse das Hähnchen bis zum Frittieren im Panko-Mehl liegen, damit die Panade trocken bleibt. Heize einen großen Topf auf 175 Grad auf und frittiere das ganze Hähnchen für 7 bis 8 Minuten.
Aber Achtung, pass auf! Das Hühnchen ist schwer und sollte auf keinen Fall in das heiße Fett fallen. Verwende also eine dicke Siebkelle und gib das Hühnchen langsam in den Topf. Der Topf sollte groß genug sein und nicht komplett gefüllt sein mit Öl. Wenn dein Hähnchen goldbraun ist, kannst du es rausholen und servieren. Damit dein Mac and Cheese innen auch garantiert heiß ist, kannst du es aber auch noch für etwa eine Stunde bei 70 Grad im Ofen ruhen lassen, bis du es deinen Gästen servierst. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du mehr von diesen Videos sehen möchtest, dann abonniere den Channel, lasse ein Like da und aktiviere die Glocke. Wir sehen uns nächste Woche in der Guerilla Chefs Academy.